MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2. Wir nehmen die nächste Fracht an hier in Malmö. Dann gucken wir mal, was wir so Schönes zur Verfügung haben. Und es schrieb schon einer, es wäre cool, wenn wir öfters diese Schwerlasten fahren. Und dafür fahre ich jetzt mal so einen Windkraftwerksturm rum. Ist jetzt keine Schwerlast, sondern im Gesamten eigentlich nur etwas groß. Und von daher sehe ich das jetzt nicht als Schwerlast an, aber es ist was größer, ne? Von daher auch schon wieder eine kleinere Herausforderung. Malmö ist echt ein beliebtes Plätzchen hier im Eurotruck. Das ist wirklich, hier ist immer was los, das ist ähnlich wie in Berlin. In Berlin ist es genauso, Berlin ist immer proppevoll im Spiel. In echt natürlich auch. So, jetzt ziehen wir mal ein bisschen an denen vorbei hier. Ich hoffe, dass kein Gegenverkehr kommt. Kommt zum Glück nicht. Boah, guckt euch das mal an, die Beschleunigung. Na, zum Glück kein Ticket bekommen, obwohl wir relativ schnell da drüber sind. Ach ja. So, hier rechts rein. Zack. Frachtmarkt. Oh, so groß ist das gar nicht. Schade, habe ich mir größer vorgestellt. Okay, ich war ein bisschen. Hoppala. Ich war ein bisschen schräg gerade, aber das macht ja eigentlich weniger aus. So, kommen wir vorwärts? Ja, gut. Sehr gut sogar. So, mal das Navi kurz mit Licht versorgen, weil sonst wird es echt dunkel. Ich werde auf jeden Fall gleich mal ein bisschen googeln und nachschauen, ob ich einen Mod mit Schwerlasten finde. So ein paar Häuser oder so wären ja nochmal cool. Hoppala. Darüber hinaus gibt es ja wirklich sehr viele davon. Von daher wird sich der ein oder andere Mod bestimmt finden. Achso, die Anzeige ist wieder drin, weil ich sie eigentlich gerne sehe. Unter anderem finde ich die Anzeige im Grunde gar nicht so verkehrt für euch. Für ein paar Infos. Wenn man jetzt überlegt, letztens hatten wir noch 1,7 GB VRAM geused und das die ganze Zeit. Und jetzt sind wir schon bei 2 GB. Dafür sage ich, eine 2 GB Grafikkarte ist wirklich zu schwach auf der Brust. Hoppala. Ich glaube, jetzt haben wir 1% Schaden. Nein? Okay, ging gut. Nochmal Glück gehabt. Achso, es sind doch 80. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt gedacht, hier wäre weiterhin 70. Komisch. Dabei habe ich gar nicht geguckt, wo es hingeht. Oh, was ist hier? Hier ist Stau. Oh, fuck. Fuck. Wow. Alle Achtung. Alle Achtung, Leute. Achso, Stau hat sich gelockert. Ja, der heutige Part wird leider nur 20 Minuten ungefähr. Aber ich sagte ja, so mindestens 20 Minuten werden die Parts. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Der Tacho ist ein bisschen verwirrend, wenn man sich den hier unten mal anguckt. Auf dem Tacho würde ich sagen, fahre ich definitiv genau 80 und laut digitaler Anzeige 79. Ist ein wenig verwirrend, aber nur ein wenig. So, hier gibt es ja den wunderschönen Telepass. Bedeutet, man fährt einfach durch und hat das Ganze schon bezahlt. Und der ist hier, der automatische. Zack, 172 Euro kostet das Ganze. Geht schön schnell. Und schon erledigt, ne? Wo fahren wir überhaupt hin? Bestimmungsort Odense, ja. Ist ja nicht so, dass wir von da gekommen sind, ne? Das ist natürlich nicht so schön. Na, egal. So, nochmal ein schönes Foto geschossen. Hoppala. Schon 520 Kilometer mit dem LKW gefahren. Wie lange geht die Tour überhaupt? 148 Kilometer. Ach, das ist doch gar nicht so weit. Das ist jetzt hier mit dem Schiffchen runterfahren und gut ist, dann sind wir schon fast wieder da. Super. Wahnsinnig weit. Kurz ohne Tempomat mal hier den Berg ausnutzen, nach unten. Wo nur 90 erlaubt sind, leider. Ich dachte, das Tagverlicht wäre noch nicht an, aber ist es tatsächlich. So, jetzt gerade bin ich wirklich froh, dass ich so einen hohen Gang hatte, so einen hohen Speed. Weil wir hätten hier die Bergauffahrt so viel Geschwindigkeit verloren, das wäre nicht mehr schön gewesen. Schönes Geräusch, ne? Ach, schon wieder so ein Kuhtransporter. Ich finde die Dinger irgendwie cool. Sind wir den eigentlich schon mal gefahren? Haben wir schon mal Kühe transportiert? So viel ich persönlich weiß, haben wir dies noch nicht gemacht. Odense liegt doch hier oben, oder? Ja, Tatsache, ist ja direkt hier vorne. Ach ja, super. Und ich habe gedacht, ich habe jetzt den Auftrag an der Angel. Naja, egal. Machen wir heute am Dienstag. Eine gemütliche Fahrt. Für euch ist das ja Mittwoch. Und schauen doch einfach mal in die aktuellen Kommentare rein. Von Dienstag. Bin gespannt. Sind bestimmt schon einige angekommen. Da haben wir sie. Ja, 50 Kommentare sind es bereits. Wie gesagt, Leute, schreibt Kommentare. Es kann sein, dass sie vorkommen. Ne? Also, der Alex schreibt, Malmö ist in Real ein ganz nettes Städtchen. Ah, okay. Auch wenn es nicht viel zu sehen gibt. Okay. So ein Nachmittag beim Warten auf die Fähre hat dann gereicht. Aber immerhin, cool. Danke, Alex, für dein Feedback. Du hast ja gar keinen V8-Sound drin. Ich habe noch keinen Soundmod drin, nein. Ist richtig, ja. Ist ja auch V8, das, was ihr hört. Das ist standardgemäß Scania V8-Sound. Normal. Nicht modifiziert halt. So, hier wollen wieder viele Mercedes. Warum bei dir die TSM-Map, hoppala, nicht funktioniert, kann ich dir nicht beantworten, lieber Immotech. Nur so als Info, das kann ich dir leider wirklich nicht erklären, weil ich sitze hier an meinem Rechner und hier funktioniert gerade mal fröhlicherweise alles. Und, ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also ich weiß es nicht, warum es nicht funktioniert. Was haben wir noch?
Raketenabwurfvorrichtung. Wir sind gar keine Rakete gefahren. Ah, okay. Ja gut, muss man wissen. Ne? Also es ist eine reine Raketenabwurfvorrichtung. Abwurfvorrichtung. Okay, gut, wenn man es weiß. Behindert ist, wenn ich okay sage, ne? Dann meint mein Handy immer unbedingt, dieses Google-Programm zu öffnen. Und dann blockiert irgendwie alles, keine Ahnung. Das ist sehr kurios. So, da haben noch welche geschrieben, dass es nur ein Träger ist. Ohne Navi zu fahren, erinnert mich an ETS 1, wo man immer nachgucken musste, wenn man lange Fahrten hatte, die nicht immer auf der Minimap gepasst haben. Das stimmt. Es stimmt wirklich. Man war die ganze Zeit alles zurück am Verfolgen. Ne? Also das war wirklich krass. Da beschwert sich einer, dass das Fahrzeug im letzten Part kein Maserati, sondern ein Audi A6 war. Entschuldigung. Wenn es dem so sah. Also für mich sah das während der Fahrt aus wie ein Maserati. Aber okay. Ist ja nicht schlimm. Die DLCs von meinem Partner, ob man die auch auf Steam nutzen kann, ja. Definitiv. Also mein Partner hat ja auch alle DLCs. Einfach reinschauen, kaufen, dann den Link, also den Code, den ihr bekommt, bei Steam eingeben, fertig. So, hier fragt einer, wann die nächsten Live-Videos kommen. Und dann habe ich eigentlich nur geantwortet und dann hat er sich entschuldigt, dass er gefragt hat. Manchmal verstehe ich das nicht, aber egal. Muss ich ja nicht verstehen. So, dann nehmen wir noch drei Kommentare. 145 km/h sind wir gefahren, schreibt der Christian. Dankeschön. Endlich weiß man das auch wieder. Was haben wir denn noch hier so? Achso, hier der Nano-LP schreibt nämlich in dem Moment von wegen, dass ich doch mal mehr solcher Fahrten machen soll. Und ich habe die ganz normale ETS-2-Version für die neugierigen Nasen unter euch. Mit allen DLCs, also Updates bzw. Add-ons. Alle DLCs habe ich noch nicht. Aber ich habe jetzt vor kurzem nochmal ein Sponsoring bekommen von meiner Community. Einmal das Wheel-Tuning-Paket. Und einmal das V8, also das Tuning-Paket für den Scania. Ich wollte ein Tempomat anmachen und einen Scheibenwischer an. Naja, ist ähnlich, ne? Ist manchmal gar nicht so einfach, mit diesem Gefährt rumzufahren. Was ein Otto. Er zieht einfach rein, das gibt's gar nicht. Was ist das für einer? Unfassbar. Hör mal, Kollege, hast du sie noch alle? Ist bei dir alles... Natürlich. Das erklärt's. Habt ihr gesehen, wer hinter sitzt? Habt ihr... Ja, sicher. Jetzt komme ich hier nicht rüber, oder was? Dankeschön. Ich glaube, wir haben ihn trotzdem gerammt. Habt ihr gesehen, wer hinterm Steuer saß? Eine Frau. Unfassbar. Es hätte auch nichts anderes sein können, weil da habe ich kein Verständnis für. Das ist heftig. Oh, von hier aus kann man einen Panzer fahren. Ich denke mal, nächster Auftrag könnte ein Panzer wieder werden. So, ganz kurz abladen. So. Hat jetzt nicht viel gebracht, aber immerhin, ne? So, Auftragsangebot.
Der Frachtmarkt von Odense erfüllt uns mit einem M163 FATS Panzer, der direkt hier vorne um die Ecke steht. So, erst kurz den Auftrag annehmen. Von Ihnen die Eisen. Sehr schön. Genau, den nehmen wir. Und hier haben wir schon das gute Stück. Vorsichtig. Ich bin gespannt, wer diesen wunderschönen Panzer bekommt. Einmal Rundumleuchte an. So. Wohin geht's? Nach Dover. Das ist wo? Oh. Oh ja. Wow. Das ist ein... Wow. Eine ganz schön weite Strecke. 1189 Kilometer. 18 Stunden Fahrt. Wow. Okay. Cool. Da haben wir ja ein paar Stunden vor uns. Jetzt müssen wir aufpassen, so wie ich sehe, ist der Trailer sehr tief und auch nicht gerade kurz. Okay, gut, ist eine kleine Herausforderung, aber schaffen wir locker. Eieieiei, hier ist aber auch wieder was los heute, ne? Das ist ja unfassbar. Komisch, also bis 60 km/h stimmt die Tachonadel, danach schweift sie leider komplett vom Ziel weg. Schild zwar berührt, Schild stand aber, glaube ich, noch. Und zum Glück keinen Schaden genommen. Halleluja. Oh, fuck. Der ist wirklich schwer zu lenken da hinten. Aha, jetzt haben wir es geschafft. Aber schicker Panzer, oder? Sieht schon gut aus. Ich meine, die Modifikation, wenn ihr die haben möchtet, die steht ja eh in der Beschreibung, weil einer gefragt hatte, wo er die herbekommt. Einfach in die Beschreibung reinschauen, Junge. Dann hast du sie. Entschuldigung. Ach du Scheiße. Ich glaube, jetzt haben wir Schaden, oder? Nein? Unfassbar. Huch. Entschuldigung. So. Hier ist Stau, hier ist gerade irgendwie alles ein bisschen durcheinander vom Verkehr her. Wenn man das mal hier sieht, das ist schon nicht gerade. Oh, ich fahr mal durch, ne? Gut. Aber es überholen immerhin alle. Ja, die Jungs hier, die mit dem BCP-Trailern rumfahren, die fahren immer etwas vorsichtiger. Warum auch immer. Sind was langsam unterwegs. War das wieder eine Frau? Habe ich richtig gesehen? Unfassbar, was ist denn hier los? Trommelwirbel, Achtung. Ich glaube, das war ein Mann. So ein Mittelstück. Mann-Frau. Wahnsinnsaussicht, ne? Wenn man sich das mal überlegt. Also, es hatte mal einer im Livestream gefragt, ob ich LKW-Fahrer respektiere, beziehungsweise den Beruf. Und ja, tue ich tatsächlich. Aber
Was ich nicht respektiere, ist die Verhaltensweise von einigen LKW-Fahrern, die auch unter Druck stehen natürlich und unter Zeitdruck und unter finanziell vielleicht Druck, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich immer der Meinung, dass das Fahrverhalten so angemessen sein sollte, wie es die Straßenverkehrsordnung vorschreibt. Und das wird irgendwie grundsätzlich komplett ignoriert. Das ist jetzt kein Spaß, ne? Also es gibt LKW-Fahrer, die in der 60er-Zone weiter 80 fahren. Es gibt LKW-Fahrer, die in einer 60er-Zone oder 40er-Zone mit 60 oder 80 dementsprechend reinfahren. Dort auch 80 und 60 fahren und einen selber anhupen, wenn man sich an die Regeln hält. Man hat in dem Moment keine Ausweichmöglichkeit. Ich meine, mir ist es egal, wenn er schneller fährt, sollte er mich aber nicht gefährden. Und das tut er damit. Und jetzt vor kurzem ist hier auf der A4 wieder ein LKW verunglückt. Der hat einen Wagen gerammt. Und der PKW ist über die Leitplanke geflogen auf die Gegenfahrbahn. Ne? Und der LKW hat danach Feuer gefangen. Also es hörte sich schon an, als ob hier Alarm für Cobra 11 vielleicht gedreht wird oder so. Aber nein, das war tatsächlich realistisch. Und das ist, wo ich dann sage, das darf nicht passieren. Sowas darf wirklich nicht passieren. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir den LKW hier überholt bekommen. Oh, fuck. So, kurzen Warnblinker rein. Das war ein schwerer Unfall für uns. Ich würde nur ganz kurz gerne nachvollziehen, was passiert ist. Ich glaube, wir sind mit dem Anhänger, mit der Überbreite, nicht klargekommen gerade. Und deshalb sind wir hängen geblieben. Zumindest ist das meine Vermutung. Hoppala. Jetzt müssen wir mal gucken. Warte doch mal kurz, Bus. Nein. Okay, gut. Ist gut gegangen. Das wird jetzt lustig. Vorsichtig. Jetzt sind wir sicher rüber. Jetzt tanken wir mal flott. Ich meine, tanken müssen wir jetzt nicht unbedingt, glaube ich. Ah doch, der Sprit war über die Hälfte leer. Dann tanke ich lieber. Definitiv. Was sagt unser Zustand? Ist okay, 6 Stunden. So, wir fahren da vorne an den Rand und dann verabschiede ich mich für heute. Und wir sehen uns dann morgen um 12 wieder. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dahin, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut!